Karl Lauterbach, der hat sich während der Corona-Pandemie einen richtigen Hammer geleistet und das ist erst mit großer Verspätung ans Licht gekommen. Es geschah im August 22 bei der 27. Tagung des Expertenrates. Die Mediziner, die rieten ihm dringend von einer Wahnsinnsaktion ab, aber er hat die Sache im Alleingang durchgepeitscht mit fatalen Folgen für uns alle. Es ist ein Sündenfall, der uns alle betrifft und der bezeichnend ist für die Corona-Politik. Ich verrate Ihnen darüber alles. Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Autor des Spiegel-Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst« und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Ihnen jeden Tag Ihres Jahres Kraft und Motivation verleiht. Link zu den Testtagen unter diesem Video. Ehe ich auf den unglaublichen Plan Lauterbachs komme, finde ich eine Frage wichtig. Ist die Corona-Krise wirklich vorbei? Fragen Sie mal jemanden, der unter Long-Covid leidet und körperlich so kaputt ist, dass er den Weg von seinem Bett zur Toilette als Marathonstrecke erlebt. Für ihn ist Corona nicht vorbei. Fragen Sie jemanden, der mit seinem Impfschaden von Arzt zu Arzt irrt, ohne dass ihm jemand hilft und ohne dass jemand für seine Leiden die Verantwortung übernimmt. Für ihn ist Corona nicht vorbei. Fragen Sie mal jemanden, der seine wirtschaftliche Existenz verloren hat. Fragen Sie all die Besitzer kleiner Geschäfte, all die Hoteliers, all die Floristinnen, all meine Trainerkollegen, denen durch die Corona-Maßnahmen der Garaus gemacht wurde und die jetzt auf den Trümmern ihrer Existenz sitzen. Für sie ist Corona nicht vorbei. Fragen Sie mal junge Menschen, die das Gefühl haben, einen wesentlichen Teil ihrer Jugend verpasst zu haben und die jetzt keine Partys feiern, sondern mit Depressionen kämpfen. Für sie ist Corona nicht vorbei. Oder fragen Sie Menschen, die nur deshalb ihre Freunde verloren haben, nur deshalb aus ihrem Verein geflogen sind, nur deshalb in ihrer Nachbarschaft zu Unpersonen erklärt wurden, weil sie gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und für die Einhaltung des Grundgesetzes waren. Noch heute stehen viele dieser Menschen im Abseits. Für sie ist Corona nicht vorbei. Und das ist der Grund, warum ich den Scheinwerfer auf eine unglaubliche Corona-Entscheidung Karl Lauterbachs richte. Diese Entscheidung, die ist hinter verschlossenen Türen gefallen, die wurde lange geheim gehalten und die ist erst jetzt durch eine Recherche der Tageszeitung Die Welt ans Licht gekommen. Zum Missvergnügen natürlich Lauterbachs, der die Sache sehr gern unter den Teppich gekehrt hätte. Wie haben Sie Karl Lauterbach während der Pandemie wahrgenommen? Hat er sachlich über die Lage gesprochen? Hat er die Bevölkerung angemessen aufgeklärt über die Chancen und die Risiken bei der Impfung? Oder kann es sein, dass er auf der Klaviatur der Angst gespielt hat? Kann es sein, dass er die Folgen von Covid überzeichnet, die Bedrohungslage übertrieben und die Menschen durch seine Panikmache in die von ihm gewünschte Richtung gelenkt hat? Waren all die neuen Corona-Varianten, von denen er gesprochen hat, all diese schweren Verläufe, von denen er gewarnt hat, war das auch ein Instrument der politischen Propaganda? Dieser Verdacht, der stand schon immer im Raum. Und eine Recherche der Tageszeitung Die Welt, der hat jetzt ein internes Protokoll des Corona-Expertenrates ans Licht gebracht. Wir schreiben den August 22. Der Corona-Expertenrat trifft sich zu seiner 27. Sitzung. Mittlerweile sind sich die Experten darüber einig, dass Covid-19 für junge Menschen keine allzu große Gefahr ist. Doch einer in der Runde ist anderer Meinung und dieser eine, der heißt Karl Lauterbach. Und so kommt der Minister auf die krude Idee, die jungen Menschen mit einem, Zitat aus dem Protokoll, Furchtappell zur Impfung zu bewegen, nach dem Motto, wenn wir ihnen nur genug Angst machen, dann lassen sie sich doch noch auf unsere Impfung ein. Mitglieder dieses Rates sind unter anderem die bekannten Virologen Christian Drosten und Hendrik Streeck. Aber wie haben die medizinischen Experten auf die Angstkeule reagiert, die Lauterbach da zücken wollte? Die schüttelten den Kopf und die wiesen diese Idee zurück. Im Protokoll steht, der Expertenrat kritisiert den Furchtappell. Aber was tat Lauterbach? Er ließ sich von diesem Widerspruch in keiner Weise ausbremsen. Schon ein paar Wochen später überzog er das ganze Land mit der fragwürdigen Kampagne »Ich schütze mich«. Als Gesicht hatte er eine junge Spiegelautorin gewonnen, die mit Long-Covid kämpfte.
Damit hat er also, entgegen dem Rat der Experten, seinen Furchtappell doch noch auf den Weg gebracht. Diese Panikmache, die hat übrigens funktioniert, denn aus Studien geht hervor, dass sich bei jungen Menschen hier in Deutschland die Depressivität und die Ängstlichkeit in der ersten Corona-Phase verdoppelt hat, wie unter anderem Christoph Korell bestätigt, das ist der Direktor der Klinik für Jugendpsychiatrie an der Berliner Charité. Allerdings scheint, auch ohne Long-Covid, das Gedächtnis im Gesundheitsministerium ziemlich schlecht zu funktionieren. Denn auf diese Angstkampagne und ihr Zustandekommen angesprochen, hieß es aus dem Ministerium, alle Seiten seien dafür gewesen, auch Heranwachsende, Zitat, für eine Gefahr einer Covid-Erkrankung zu sensibilisieren. Dabei hatten die Experten ausdrücklich von dieser Kampagne abgeraten. Und auch die Wortwahl, die finde ich bemerkenswert. Genauso gut könnte man die Menschen mit einem nächtlichen Sirenenalarm aus den Betten scheuchen, um sie für mögliche Feuergefahren zu sensibilisieren. Nein, das war keine Sensibilisierung, das war purer Alarmismus. Dieser Ton der Panikmache, der durchzog die Corona-Politik, in diesem Punkt waren sich die Minister Spahn und Lauterbach absolut einig. Jens Spahn stieß im Herbst 2022 die Drohung aus. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein. Und Karl Lauterbach, sein Nachfolger, der blies später ins selbe Horn, indem er mit Blick auf die im Frühjahr auslaufenden Schutzmaßnahmen sagte: Klar ist aber, dass die meisten Ungeimpften von heute bis dahin entweder geimpft, genesen oder leider verstorben sind, denn das Infektionsgeschehen mit schweren Verläufen betrifft vor allem Impfverweigerer. Wie kann das sein, dass zwei Gesundheitsminister scheinbar unabhängig voneinander sich mit einem Satz aus dem Fenster lehnen, der nicht nur höchst manipulativ, sondern faktisch ganz, ganz offensichtlich falsch ist? Denn natürlich haben viele Millionen Menschen den Winter ohne Impfung, ohne Genesung oder Abgang ins Jenseits überlebt, was vorher schon abzusehen war. Warum fällt dieser hohle Satz gleich auch zwei Mündern? Ist es das Ziel der Minister, Angst und Panik zu schüren? Das Ziel, die Menschen vom eigenen Standpunkt nicht zu überzeugen, sondern sie dorthin zu manipulieren? Meine Meinung ist, ein Gesundheitsminister, das darf kein Propagandist sein, das darf kein Manipulator sein, der für eine knackige Aussage, für eine Alliteration mit dreimal dem Anfangsbuchstaben G, geimpft, genesen oder gestorben, die Faktenlage auf groteske Weise ausblendet. Denn sonst wird bei einem anderen Anfangs-G gelandet, nämlich bei dem G für gelogen. Ich finde es wichtig, dass die Aussage der führenden Politiker seriös ist, dass sie nachprüfbar ist, dass diese Aussagen auf Fakten basieren. Keine gefühlte, sondern eine nachprüfbare Wahrheit. Und warum? Weil die Gesundheitsminister sonst in derselben Liga wie die unseriösen und hasserfüllten Exemplare unter ihren Gegnern spielen. Die einen sagen dann, es gibt kein Corona, das ist alles gelogen, das ist eine Erfindung der Pharmaindustrie. Und die anderen sagen dann, am Ende des Winters sind alle Deutschen geimpft, genesen oder gestorben. Die Metabotschaft lautet, lass dich impfen, sonst beißt du ins Gras. Letzte Warnung, mit freundlichen Grüßen, Herr Gesundheitsminister. Und wissen Sie, was mich daran so erschreckt? Dass die beiden Gesundheitsminister, das Spahn und Lauterbach, hier exakt auf demselben Niveau wie die nicht gerade hellsten Köpfe unter ihren Gegnern agieren, die in der Impfung ausschließlich eine Verschwörung und in der ganzen Pandemie natürlich eine Erfindung der Pharmaindustrie sahen. In beiden Fällen, da werden die Augen vor der Realität verschlossen, da werden Fakten ausgeblendet, da tritt eine Borniertheit ans Licht, die sich im Besitz der einzigen Wahrheit wägt. Eine Frage stellt sich mir. Wenn die Impfung wirklich so gut ist, warum lässt man dann nicht einfach die Fakten für die Impfung sprechen? Warum agiert man nicht mit ehrlichen, mit offenen Argumenten? Warum präsentiert man den Menschen in diesem Land nicht einfach überzeugende Studien? Warum haben es zwei Gesundheitsminister in einer Demokratie nötig, in der Manier von Propagandaministern zu einem hanebüchenen Manipulationsversuch zu kommen, zu einer verkappten Drohung, die sich sogar an junge Menschen richtet mit einem Furchtappell? Und wie kann es legitim sein, Menschen auf so unsittliche Weise zu einer Entscheidung zu manipulieren, deren Folgen diese Menschen selbst
und zwar mit dem eigenen Körper, zu tragen haben? Es entsteht der böse Verdacht, dass Spahn und Lauterbach eben nicht von mündigen Bürgern ausgehen, sondern dass sie von vernunftsbefreiten Dummerchen ausgehen, die man mit allen Tricks auf den richtigen Kurs, also auf den eigenen Kurs bringen muss. Dabei schien die geltende Gesetzeslage keine Rolle zu spielen, nämlich dass Menschen frei über eine Impfung in Deutschland entscheiden durften. Aber führt eine Manipulation wie geimpft, genesen oder gestorben wirklich zum gewünschten Ergebnis? Lassen sich deshalb mehr Menschen in Deutschland impfen? Im Gegenteil. Wir haben es mit dem psychologischen Phänomen der Reaktanz zu tun. Wenn Menschen sich gedrängt fühlen in eine Richtung, weichen sie in die andere zurück. Natürlich sagt der große Impfskeptiker am Ende des Winters: Hurra, ich lebe noch und mit mir leben noch viele Millionen weiterer Ungeimpfter. Also hat Spahn gelogen, also hat Lauterbach gelogen. Und daraus wird im schlechtesten Fall der generalisierende Schluss gezogen. Ich darf nichts mehr glauben, was ich aus Berlin höre. Alles kann gelogen sein. Merken Sie, was hier passiert? Wir haben es mit einem Kreislauf der gegenseitigen Manipulation zu tun und der gegenseitigen Übertreibung. Und je unseriöser Politiker für ihre Standpunkte werben, desto unseriöser fällt aus das Echo derjenigen aus, die überzeugt werden sollen. Wer mit Manipulation arbeitet, der beschwört Gegenmanipulation herauf, ganz egal, ob es um Corona geht oder den Ukraine-Krieg oder den Klimawandel. Ich wünsche mir Politiker, die ehrlich mit den Menschen sprechen. Ich wünsche mir Politiker, die auf Manipulation und Panikmache verzichten. Ich wünsche mir Politiker, die von mündigen Bürgern ausgehen. Ich will informiert werden, aber nicht manipuliert, nicht alarmiert werden, nicht hinter die Fichte geführt werden. Und wie geht es Ihnen? Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video darüber an, warum der ukrainische Präsident Zelensky möglicherweise noch für einen Anschlag auf Deutschland ins Gefängnis muss. Es ist eine ganz, ganz brisante Angelegenheit, über die kaum gesprochen wird. Es ist interessant. Klicken Sie jetzt hier und wir blenden am Ende es nochmal ein. Und jetzt habe ich noch ein Geschenk für Sie. Nutzen Sie mein kostenloses Videoseminar, das 3-Minuten-Geheimnis. Dort verrate ich Ihnen, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag Ihr Leben verändern, zum Beispiel im neuen Jahr. Sie erfahren, wie Sie auf spielerische Weise erfolgreicher in Ihrem Leben werden, wie Sie selbstbewusster auftreten und endlich durchziehen, was Ihnen wirklich wichtig ist. Klicken Sie jetzt hier und nutzen Sie mein Geschenk. Es kann Ihr komplettes Leben verändern, versprochen. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei, am besten mit Abo und Glocke. Ihr Martin Behle.